Oder wie es auf Deutsch heißt, gewertet. Gewertetes Spiel. Ja, woher bekomme ich das? Ja, haben wollen. Was haben wollen? Das da haben wollen. Ach, das da haben. Das da haben wollen. Das da haben wir. Das da haben wollen. Das sind die Endwalker-Mons, ne? Yep. Genau die sind es. Da ist noch so ein Viech. Das war das. Oh. Nein, ja. Sorry. So, ich bin jetzt aber weg. Na gut. Ciao. Ciao. Ich bin aber im Stream im Lurk. Okay. Ich darf jetzt lesen. Wahrscheinlich. Ich liebe es, wenn da steht Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Das bedeutet, machst du was Gutes. Ey, Daria, wie schön, dich zu sehen. Und du kommst genau zur rechten Zeit. Ich mache übrigens keine Stimmen, nur dass das klar ist. So gut ist meine Stimme noch nicht wieder, dass ich das über mehrere Stunden hinwegziehen kann. Ich habe gerade eben eine Kanne Tee aufgesetzt. Möchtest du nicht eine Tasse mit mir trinken? Ich würde mich sehr freuen. Dann lass mich nur schnell den Tisch mit ein paar Leckereien für uns decken, ja? Leckere Kekse. Am besten mit Marmeladenfüllung, ja? Ich liebe Kekse mit Marmeladenfüllung. Okay, die Domino... Marmeladenkekse! Seit sich der Bund der Morgenröte in alle Winde zerstreut hat, ist es hier viel ruhiger geworden. Ruhig, aber keineswegs langweilig. Laut meines berühmt-berüchtigten Informationsnetzwerkes sind unsere Freunde nämlich allesamt schwer beschäftigt. Vor allem aber sind sie wohl auf. Ich für meinen Teil genieße die Freizeit. Ach, es gibt ja auch so viel, das ich tun möchte. Und was hast du vor, meine alte Weggefährtin? Ein FG-Haus haben. Das habe ich vor. Jo, wir sollten uns auch etwas zu tun suchen. Denke ich. Du hast also noch kein neues Ziel vor Augen? Dann hätte die gute Tataru vielleicht etwas für dich. Du hast so vielen Leuten beigestanden und ein ums andere Mal unsere schöne Welt vor dem Untergang bewahrt. Man nennt dich zu Recht eine Heldin, aber so ein Titel wiegt auch ziemlich schwer. Hm? Ich finde, nach deinem Kampf gegen das Ende darfst du ihn getrost eine Weile beiseite legen. Weißt du noch, als wir uns das erste Mal im Sonnenwind begegnet sind? Eine frisch gebackene Abenteurerin warst du, die unsere schöne Welt ohne Sorge um drohende Untergänge erkundet hat. Besinne dich doch deiner Wurzeln und gehe wieder auf Reisen. Nun ja, die Welt ist groß und voller Wunder, die es zu entdecken gilt. Aber deine liebe Tataru hat schon eine Antwort. Auf nach Tavnir. Das letzte Mal konntest du deinen Aufenthalt dort ja gar nicht genießen, weil dich die Apokalypse ordentlich auf Trab hielt. Und auch Vritra würde sich bestimmt über deinen Besuch freuen. Vor allem jetzt, da der Schatten des Galäischen Kaiserreichs gewichen ist und das Myriadenmeer endlich wieder im schönsten Blau erstrahlt. Denk nur mal daran, wie viele Geheimnisse es dort für dich noch zu erkunden gibt. Ein wahres Paradies für jeden Abenteurer.
bist du durch die Ruinen auf dem Boden des Myriadenmeeres gegangen. Du trägst Asems Kristall, also folge der Neugier und entdecke deine Welt. Dann ist es also beschlossene Sache. Na, sieh mal einer an. So fröhlich und aufgeregt habe ich dich lange nicht mehr gesehen. Wie in guten alten Zeiten. Und zur Feier dieses Neuanfangs würde ich dir gern eine brandneue Kluft überreichen. Nur ganz fertig bin ich damit leider noch nicht. Gib mir noch einen klitzekleinen Augenblick, dann schwinge ich die Nadel und setze die letzten Stiche. Das macht das Inventar nur leider nicht größer, wenn ich sage, denk dran, viele Taschen. Also, sonst würde ich ja das nehmen, aber leider, ja, ne? Ich glaube, das bringt nichts. Hier noch ein Nähtchen, da noch ein Knötchen. Einen Moment, ich hab's gleich. Gut Ding will Weile haben, sage ich immer. Hier muss noch eine Tasche hin. Und dort lieber auch noch eine. Abenteurer sammeln schließlich alles auf, was nicht nied- und nagelfest ist. Das weiß man ja. Und wasserfest soll das Ganze natürlich auch sein. Ja, egal ob reißende Flut oder wohltuende Quelle. Unsere Dame stürzt sich bekanntermaßen stets in voller Montur in die Gewässer. Habe ich mir zu viel Zeit gelassen? Oh, entschuldige bitte, dass du so lange warten musstest. Meine Nadel kannte einfach kein Halten mehr. Da hat aber jemand süß geträumt, was? Oder ist das schlicht die Vorfreude auf deine Reise, die dich so strahlen lässt? Warte nur, bis du dein brandneues Gewand bestaunen darfst. Den letzten Schliff muss ich allerdings in der Diamantschmiede vornehmen. Kommst du mit?
Geweint. Okay. Genug gefroht. Eieiei. Husten freut sich. Lass mich raus. Überhaupt nicht viel los hier. Ach du Scheiße. Wie viele Menschen. Jetzt ist, glaube ich, klar, warum es so viele Instanzen in Mordona gibt. Ja. Bin ja auch mittlerweile echt dankbar für. Lega hat mich immer gefragt, warum gibt es Instanzen hier? Ach, das wirst du schon noch merken. Ja. Ah, Krämerklinge, perfekt. Da muss ich sowieso erstmal hin. Okay, warum auch immer das Spiel gerade gestockt hat, ich will es vielleicht gar nicht wissen. Okay, irgendwas hat sich gerade ein und wieder ausgestöpselt. Hört man mich noch? Im Chat, im Stream oder in Discord? Beides. Also im Discord ja. Okay. Gut, dann gehe ich zumindest von aus, dass wenigstens das Mikro und funktioniert. Stream auch. Okay, danke. Hab ich kurz gemacht. Weil manchmal stöpselt sich das USB-Ding hier irgendwie von selbst aus. Mhm. Ah, danke, Ryan. Dankeschön. Ryan, ich hatte dir übrigens was auf Discord kurz geschickt. Kannst dir bei Zeiten mal durchlesen, wenn du magst. Aber danke für die Rückmeldung. Ich denke immer so, oh Gott, Hilfe, was ist jetzt los? So. Kupferdrahtlinge. Ja, toll. Die hätte ich vorgestern gebrauchen können. Ne? Wozu brauche ich eigentlich abgenutzte Notenrollen? Die kann man wieder reparieren, aber ich weiß nicht, wie es geht. Ah, okay. Das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage gewesen. Wie viele Leute wollen Sie um einen NPC herumstehen haben? Square? Ja. Gut, wir sind nicht ganz so viel wie bei Endwalker direkt. Also dann, die letzten Stiche für den letzten Schliff, oh Gott. Aber nick mir nicht noch einmal ein, ja? Ich verspreche auch hoch und heilig, dass es jetzt nur noch ein klitzekleiner Augenblick dauert. Ja, gut. Well, jetzt muss ich das einmal ausschalten. Danke für den Hinweis. Jetzt hier spinnt etwas von mir. Alles gut. Nee, ich dachte nur nicht, dass es vielleicht verloren geht oder sowas. Deswegen dachte ich, ne? Ich sag mal kurz Bescheid. Weil bei mir hat es nämlich gestern auch gesponnen. Da habe ich eine Nachricht von Mappa zum Beispiel nicht mitgekriegt. Sag ich oder so. Als ich heute Morgen reinkam, so, oh, okay. Tada! Schon fertig. Komm, schau es dir an. Kann ich nicht mal was Hübsches kriegen? Na gut, die Schuhe sind in Ordnung. Und wie sprachlos bist du? Ist das nicht die perfekte Kleidung für deinen Start in ein brandneues Abenteuer, Aldaria? Hm. Ja. Unser Charakter freut sich. Ah.
Ach, deine Begeisterung ist mehr wert als alles Geld der Welt. Im übertragenen Sinne, versteht sich. Tataru, du bist ein Schatz. Vielen herzlichen Dank. Ich möchte Tataru umarmen und knuddeln. Liebend gern geschehen. Und Dank ist wirklich nicht nötig. Der Gedanke daran, dass es dir auf deinen kommenden Reisen gute Dienste leisten wird und dich in allen Ländern zum absoluten Hingucker macht, ist Lohn genug. Je länger ich es ansehe, desto besser gefällt mir das gute Stück. Und so viele versteckte Taschen an cleveren Stellen, damit du all deinen Abenteuerkrempel sicher aufbewahren kannst, ohne dabei wie ein Pack Dalmel auszusehen. Was ist ein Dalmel? Okay. Alle werden im Glanz dieser Kluft von Neid erblassen. Oh, wer hat diese eleganten Damen nur eingekleidet? Ich will auch so blendend aussehen. Wird man sich zurauen. Und dann kommen hunderte von Abenteuern zum Wohlstandsmanufaktur gelaufen, um die geniale Tataru Taru um eines ihrer Meisterwerke anzubetteln. Ja. Ich spüre das Skill schon auf mich herabregnen. Wie kann man nur so niedlich sein? Okay, einmal anprobieren. Ach du Scheiße. Ja, gut. Ja, war klar, dass das ging, aber. Anprobieren. Also, wie könnte man das nochmal machen? So, glaube ich, oder? Ja. Okay, der Ohrring ist auf jeden Fall mega hübsch. Der Ohrring. Von der Kette sehe ich leider gerade nicht viel. Okay, die Kette ist auch hübsch. Ja, es ist schon in Ordnung. Es ist nicht das Schönste, aber der Schmuck gefällt mir. Ich habe jedenfalls Schmuck, den ich projizieren kann. Der mir gefällt. So meine ich das. Aber genug von meinem zukünftigen Mode-Imperium. Ein Rat wollte ich dir ja noch mitgeben. Jetzt, wo du dich wieder ins neu gefundene Abenteuer stürzt, wäre eigentlich die perfekte Gelegenheit, dir noch einmal all deiner Gefährten gewahr zu werden, die du bislang auf deinen Reisen getroffen hast. Und was ihr zusammen erlebt habt. Man weiß schließlich nie, was für nützliche Kontakte sonst in Vergessenheit geraten. Hallo Torkrax. Und viel Spaß im Lurk. Oh mein Gott. Das muss... Leute, das wollte ich aber nicht, dass ich das vorlese, oder? Also ich habe mir durchgelesen. Soll ich das auch im Stream durchlesen? Weiß nicht, das musst du entscheiden. Ja, ich weiß halt nicht, ob das interessant ist. Sind das Spoiler? Also gravierende Spoiler? Kannst halt ein bisschen über Blur, also ich fand jetzt nicht unbedingt. Ich glaube, es erzählt, glaube ich, so ein bisschen von der Vergangenheit. Okay. Also wenn ich irgendwann nicht mehr lesen kann, ne? Dann wisst ihr zumindest warum. Okay. Tataru Taru, bunter Morgenröte Schatzmeisterin. Die Lalafeld Tataru ist eine vielseitige und talentierte Organisatorin, die ohne viel Aufhebens, aber dafür mit umso mehr Charme, den Bund der Morgenröte am Laufen hält. Darüber hinaus verfügt Tataru über ein gutes Händchen in Sachen Finanzen und gebietet daher als offizielle Schatzmeisterin über die Gildschatulle des Bundes. Nicht so schnell. Tataru wurde zwar in eine wohlhabende Händlerfamilie in Uda geboren, musste aber in jungen Jahren deren finanziellen Ruin miterleben. Sie lernte daher früh, welche Last ein Leben ohne Geld bedeutet. Und so begab sie sich bereits im Alter von 12 Jahren in die Lehre bei einem Juwelier, um mit ihrem mageren Verdienst den Unterhalt ihrer Familie zu sichern. Dort lernte sie auch Menphilia kennen, die für gewöhnlich die rohen Edelsteine bei dem Juwelier veräußerte, welche sie bei der Prospektion von Erzadern entdeckte. So kam es schließlich, dass Tataru als Schatzmeisterin beim Vater 12 der Vorgängerorganisation des Bundes angeheuert wurde.
Tataru war es wichtig, nicht für den Profit zu arbeiten, sondern ihre Talente für das Gemeinwohl einzusetzen. So diente sie als Rezeptionistin im Sonnenwind und nutzte ihre Erfahrung und ihr Verhandlungsgeschick, um neuen Mitgliedern für die Organisation zu rekrutieren. Sie hatte somit maßgeblich Anteil daran, jene zu finden, die für die seltene Gabe der Kraft des Transzendierens verfügen. Nach der 7. Katastrophe schloss sich der Pfad der 12 mit Louis War Levieux Exegeten zusammen und der Bund der Morgenröte war geboren. Tataru fungierte nun in der neuen Gruppierung als Schatzmeisterin und Rezeptionistin zugleich. Als der Bund der Morgenröte im Zuge der politischen Unruhen in Ulda zu zerfallen drohte, begab sich Tataru gemeinsam mit Alfino und der Kriegerin des Lichts nach Ishgard, um die angeschlagene Organisation wieder aufzubauen. Sie leistete zudem einen großen Beitrag für den Widerstand gegen das Galäische Kaiserreich im Fernen Osten und half dabei, eine wichtige Kooperation mit der Ostalnat Handelsgesellschaft in Kuganeu aufzubauen. Tataru war sich lange nicht nur allzu bewusst, dass sie den anderen Mitgliedern des Bundes im Kampf nicht zur Seite stehen konnte. So versuchte sie sich als Hermetikerin, eine Kunst, die als Mathematikerin noch am ehesten liegen sollte, so ihr Kalkül. Doch schon bald entfloh ihr selbst beschworenes Karfunkel. So stellte sie sich schnell heraus, dass auch das nicht ihre wahre Berufung war. Anstatt sich entmutigen zu lassen, entschloss sie sich, ihre Talente auf anderen Gebieten zu erweitern. Sei es der Bergbau, die Kunst der Weber oder allerlei anderen Handwerken. Sie wurde schon bald so gut, dass sie damit begann, die Mitglieder des Bundes mit handgefertigter Ausrüstung zu versorgen. Für ihr neuestes Projekt eröffnet sie in Alt-Shadayan Tatarus Wohlstandsmanufaktur. Ein Geschäft, das exquisite Ausrüstung feilbietet. Tataru ist ein unscheinbares Genie mit einer schier endlosen Zahl der Fähigkeiten, an Fähigkeiten und zweifelsohne ein Rückgrat des Bundes. Das Rückgrat des Bundes der Morgenröte. Gott, wenn zweimal das drin vorkommt. Oh Gott, Hilfe. Na gut, das geht sogar. Der Bund der Morgenröte. Ein ursprünglich geheimer Bund. Danke für die Kanalpunkte. Müsstet ihr das nicht sogar bald schon voll haben? 88%. Das ist ja doch irre. Ein ursprünglich geheimer Bund, der nach der 7. Katastrophe aus einem Zusammenschluss von Louis War, Levieux Exegeten und Menphilia Wardens Pfad der 12 entstanden war. Zuret auch dir, danke für die Kanalpunkte. Vielen Dank. Das Ziel des Bundes der Morgenröte waren vielfältiger Natur. Der Kampf gegen die erstarkten Primae, Widerstand gegen die Tyrannei des Galäischen Kaiserreichs und der Kampf gegen die Ashians, die aus dem Schatten der Geschichte heraus das Schicksal Eosias zu beeinflussen suchten. Dabei stand auch immer im Mittelpunkt, Frieden und Eintracht zwischen den Völkern Eosias zu fördern. Eine wichtige Strategie der Organisation und wesentlicher Kern ihrer Schlagkraft war die gezielte Aufnahme von Heldinnen und Helden, die über die Kraft des Transzendierens verfügen, darunter auch die Kriegerin des Lichts. Der Bund spielte eine zentrale Rolle bei der unschädlichen Machung der Primae Eoseas, bekämpfte erfolgreich die 14. Legion des Galäischen Kaiserreichs. Mit fortschreitendem Erfolg legte der Bund den Mantel des Geheimen ab und versuchte sich im Aufbau einer noch größeren, umfassenderen Organisation, den Kristallstreitern, im Zuge des Putschversuchs in Ulda. Den damit verbundenen Anschlag auf die Sultana Nanamo entpuppten sich einige der neuen Mitglieder der Kristallstreiter als kriminelle Kollaborateure. Die Organisation konnte zwar später ihren Namen reinwaschen, der Vorfall besiegelte aber dennoch ihren Zerfall. Der Bund selbst existierte weiter und hatte später großen Anteil an der Befreiung Alamigos und Domas vom Joch des Kaiserreichs. Auf dem Höhepunkt seines Wirkens war der Bund der Morgenröte maßgeblich an der Verhinderung der Apokalypse und der Errettung des gesamten Gestirns beteiligt und vermochte die Auslöschung aller Existenz durch die Endsängerin zu vereiteln. Nach Erreichen all seiner hehren Ziele verkündeten der Bund offiziell seine Auflösung, wirkt nun aber wieder wie in seinen Anfängern im Verborgenen. Tut er das ja. Die letzten Tage. Vor Äonen drohte das Urgestirn Aetheris in den Flammen einer alles bedrohenden Katastrophe zu vergehen. Die Bewohner dieses blauen Sterns waren mächtige Magier, die sogenannten Schöpfungsmagie nutzten, um aus dem Nichts neues Leben zu erschaffen. Es war eine Hochkultur von
fantastischen Wohlstand und fortschrittlicher Technologie, die jeder Vorstellungskraft sprengt. Doch eines Tages erklang ein mysteriöses Grönen, einen furchtbaren Gesang gleich aus dem Inneren des Planeten. So wurde der Anfang der letzten Tage eingeläutet, wie man diese Apokalypse später bezeichnete. Die vom Urvolk geschaffene Schöpfungsmagie geriet außer Kontrolle und überall erschienen albtraumhafte Bestien und Feuer regnete vom Himmel. Die gesamte Zivilisation stand am Rande des Abgrunds. Der Konvent der 14, die mächtigsten Vertreter ihres Volkes, untersuchten das Phänomen und kamen zu dem Schluss, dass die Astralströme, also die Ätherströme, die am weitesten vom Planeten entfernt flossen, stark geschwächt waren. Um die Ätherströme von Aetheris wiederherzustellen, beschlossen sie, einen mächtigen Primate zu erschaffen, Zodiac. Doch die Beschwörung dieses außerordentlich mächtigen Wesens erforderte unvorstellbare Energien. Das Urvolk opferte dazu die Hälfte ihrer gesamten Bevölkerung. Viele gaben ihr Leben bereitwillig. Ryan, auch danke dir für die Kanalpunkte. Ich hab das echt gleich voll. 94%, oh Gott. Letztendlich gelang es, durch die Verzweiflung die letzten Tage zu stoppen. Die dramatischen Ereignisse gerieten im Verlauf der Geschichte in Vergessenheit, bis schließlich eine Gruppe, die sich die Teleforoi nannte, erneut die letzten Tage herbeizuführen versuchten. Der Bund der Morgenröte war es, der im Laufe seiner Untersuchung auf den Ursprung dieser Apokalypse stieß. Hermes, ein genialer Wissenschaftler, hatte im Verlauf seiner Forschungsarbeit ein Wesen namens Metheon erschaffen, das auf der Suche nach dem Sinn des Lebens das Universum bereisen sollte. Doch auf ihren Reisen traf Hermes Schöpfung auf zahllose Planeten, deren Zivilisationen bereits erloschen waren oder die dem Untergang geweiht schienen. In ihrer Essenz geschaffen, um Emotionen zu absorbieren, sog sie all die Hoffnungslosigkeit und das Leid in sich auf und verwandelte sich schließlich in die Endsängerin. Die Antwort auf Hermes ursprüngliche Frage nach dem Sinn des Lebens beantwortete sie mit der Schlussfolgerung, dass alles Leben dazu verdammt sei, zu vergehen und somit das Leben an sich keinen Sinn habe. Um allen Lebewesen diesen Zyklus des Leides zu ersparen, machte sich die Endsängerin auf, das Ende allen Seins zu den bewohnten Planeten des Universums zu tragen. Dank der Kriegerin des Lichts, die in der dunkelsten Stunde gemeinsam mit ihren Verbündeten die Hoffnung in das Nest der Endsängerin trug, konnten die letzten Tage schließlich abgewendet werden. Gibt es noch mehr oder war es das? Das war's, okay. Ich glaube, da gibt es keinen Weg drumherum. Nee, glaube ich auch nicht. Der Reisekodex wurde deinen Kuriositäten Hauptmenüinhalt hinzugefügt. Je weiter du im Hauptauftrag voranschreitest, desto mehr fühlt er sich mit Einträgen zu allerlei Personen und wichtigen Schlüsselbegriffen. Er dient dir als handliche Fibel für dein Abenteuer. Juhu! Das Ding wird mega interessant, muss ich sagen, als ich das gelesen habe. Oh Gott, ich werde mehr Zeit daran verbringen, das Ding zu lesen, glaube ich, als alles andere zu machen. Aber ich finde es cool. Mhm. Haben wir gut eingefügt. Also ich glaube, ich liebe den Patch jetzt schon und ich habe noch nicht alles von gesehen. Hast du halt zwischendurch so kleine Grundinformationen, das ist voll cool. Es werden immer mehr. Ich bin umzingelt. Sie umzingeln mich. Oh, ein Wildschwein. Nein! Wie wir das Set, ne? Ja. Ein guter Rat von einziger Empfangsdame zu ehemals einziger Abenteurerin. Scheue weder Kosten noch Mühen, um an Informationen zu gelangen. Gasthäuser und die unausweichliche Traube Schnäppchenjäger vor einem jeden Marktbrett sind die besten Freunde der Abenteurerin, wenn es um Klatsch und Tratsch geht. Und da du diesmal einfach halt darauf losziehst, ohne Auftrag, Ziel oder Weltrettung, brauchst du ein knackiges Gerücht an. Ja, okay. Wie viel habt ihr abgeschlossen? 95? 98, oh Gott. Danke, Luna. Ich muss in den Palast der Toten rein. Seid ihr zu schwarz? Ja, ich habe ja Kitty dabei. Also, so schlimm ist das Ding nicht. Wenn du nur schlechte Erfahrungen mit dem Ding gemacht hast, dann ja. Okay, an deiner Stelle würde ich mein Glück als erstes in Merides Mehan in Rasatan versuchen. Meride selbst hat bestimmt ihre eigenen Tricks und Kniffe, spannende Informationen aus den Leuten herauszubekommen. Sie hilft dir gerne, da bin ich mir sicher.
Also, bloß sie verzagen. Und mich ruft nun auch wieder das Geschäft. Die Wohlstandsmanufaktur schläft nie. Hab eine wunderbare Reise und ordentlich viel Spaß, ja? Ja, gut. Es werden immer mehr. Hilfe, lass mich hier weg. Okay. Irasatan. Gott, es ist ja gleich schon 17 Uhr. Ja. Die Zeit geblieben. Wir haben zu lange gequatscht. Ja, ich glaube auch. Ich glaube auch. Aber es war nun mal Redebedarf da. Okay, noch da hinten. Bin da näher noch ein Auftrag? Ein Ort? Ach! Okay, das wird wahrscheinlich die klasse Quest für die Nahkampf-DDs sein. Warum laufe ich hier lang? Weil ich blöd bin. Genau deswegen. Das ist der Grund, warum ich da lang laufe. Ich fühle mich, als hätte ich nicht geschlafen und dabei habe ich so viel geschlafen. Fühle mich aber auch gerade. Das Wetter, es schwankende Wetter ist daran schuld. Heute ist halt wieder so richtig mega schön. Und ja. Morgen, wenn ich schon wieder sehe, sieht es wahrscheinlich nicht so schön aus, wird aber warm sein. Das ist schon wieder so richtig. Lol. Warum habe ich das denn nie. Oh. Okay. Das habe ich auch erstmal gesammelt, als ich da war. Okay. Jetzt schaltet sich ja also so ein bisschen frei. War das vorher auch schon? Ich glaube, das ist neu. Also, du kannst. Die werden auch so dargestellt in Inkognita selber, aber die werden jetzt instant so angezeigt. Das finde ich cool. Finde ich richtig cool. Du musst nicht extra in die Inkognita gucken. Ja. Genau deswegen, da habe ich halt nie reingeguckt, ne? Merides. Mihane? Wie auch immer. In diesem reich verzierten Lokal mit eindrucksvollem Ausblick kommen die Rasatan-Hana zusammen, um in entspannten Atmosphäre Speisen zu genießen, die oft von der Besitzerin Merida selbst serviert werden. Reisende haben hier die Gelegenheit, sich von den traditionellen Tänzen und Taverniers auf der lokaleigenen Bühne verzaubern zu lassen. Ah ja. Ja, stimmt. Weißt du, andere stehen da wegen Story, ich gucke mir die Tänze an. Ja, Leute, ich kann übrigens mitmachen. Ah ne, ich habe ein anderes Outfit diesmal, aber... Hm? Warte. Überhaupt nicht seltsam, nein. Die müssen auch noch so in den Mode rausbringen, Waffentanz oder sowas. Ja, oh, das wäre richtig geil. Okay, Reaper. Hereinspaziert und herzlich willkommen in Meridus Mihan. Mihane? Mihan? Wie auch immer. Hallo. Ah, Aidaria, wie schön, euch begrüßen zu dürfen. Ihr seid heute ganz alleine unterwegs? Ja. Sind wir. Ruinen am Grund des Mirademeers, also? Verstehe. Dazu fällt mir selbst etwas ein. Einer unserer Stammgäste ist ein Historiker. Eines Tages hatte er besonders viel Durst und redete pausenlos von einer Schatzkammer, die wohl nach wie vor auf dem Meeresgrund schlummern soll. Lasst mich sehen.
Geh jetzt in den Livestream selber gleich. Mach das, Ryan. Dir viel Spaß. Dann weiß ich ja, wo ich auch locken gehe. Warte mal. jetzt müssen wir schon mal öffnen. Perfekt. Ah, da hinten sitzt er ja. Jalin lautet sein Name. Jalin? Okay. Er hat auch einen exzellenten Geschmack, wenn es um Schnaps und Liköre geht. Oh nee, bleibt mir weg. Je mehr er davon genießt, desto rätseliger wird der Gute. Schon viele Abende saßen wir bei ihm und haben uns mit spannenden Geschichten aus der Historie unterhalten lassen. Ich muss einmal. Das kriege ich Neckenstarre, wenn ich die ganze Zeit nach unten gucke. Seid ihr also auf Informationen aus? So rate ich euch, ihm einen auszugeben. Aber lasst die Gil bitte stecken. Merida würde mich durch die Stadt jagen, sehe sie mich, die Heldin Rasatans, abkassieren. Eure Rechnung geht selbstverständlich aufs Haus. Ja, natürlich. Oh, ich mag die Musik in Rasatan, ne? Saufen! Saufen! Morgens, mittags, abends, wir wollen saufen. Der Hahn muss laufen. Alter! Leute! Das ist ja schlimmer als bei Endwalker. Der wird richtig belagert, Endwalker Boy. Weißt du, der läuft sich doch ins Koma bei den Ganzen. nee. Kann ich etwas für euch tun, gute Frau? Das folgende Ereignis kann nicht übersprungen werden. Es wird empfohlen, laufende Suchen in der Inhaltssuche abzubrechen. Ich habe keine. Wohl weiß ich erstmal nicht. Was kann eine Abenteurerin aus fernen Ländern nur vom alten Jalen wollen? Ui, ein Becherchen ausgeben. Ihr seht so verdammt durstig aus. Juhu. Na, dann sag ich doch nicht nein. Natürlich nicht. Einmal die Bestellung bitte sehr. Zum Wohl. Ah, ein guter Tropfen. Auf euch, meine Liebe. Schluck, schluck, schluck. Jalen hat kurz einen Prozess mit dem Schnaps gemacht. Natürlich hat er das. Also, werte Frau Reisende, ihr gebt dem alten Jalen doch sicher nicht einfach nur ein Schnäpschen aus, weil er eine so reizende Visage hat. Was brennt euch auf dem Herzen, hä? Ah, ihr seid also über dieses Gerücht gestolpert und jetzt steht euch der Sinn nach etwas Abenteuern wie? Seid ihr mit Elzadal vertraut? Er war der Khan des Auras-Stammes. Ich kann nicht mehr lesen. Der einst vom Kontinent nach Tafnir übersetzte. Hilfe. Die Geschichte spricht davon, dass er dem Konflikt zwischen Akasudara und Gayasura geschlichtet und damit den Boden für die Gründung Rasatans bereitet hat. Und sein Enkel Elzadal der Dritte. Tja, es gibt haufenweise Anekdoten und Gerüchte um seine Person. Aber vor allem kennt man ihn als den Magistrat des Morgens, weil er das junge Rasatan zu seiner Blüte verholfen hat. Reizend, meint er den Würgereiz. Vielleicht meint er auch den Würgereiz, ja. Durchaus möglich. Ich glaube, wir werden es nie erfahren. Wie hat er es geschafft? Durch allerlei kuriose Unternehmungen. Man sagt, er verschwand auf eine andere Welt und kehrte mit einem gigantischen Schatz zurück. Natürlich schloss er einen Pakt mit einem gewissen hohen Drachen. Außerdem errichtete er auf der Insel irgendwo weit draußen im Myriademeer ein Bauwerk, das bis ganz nach unten auf den Meeresgrund führen soll. Dort schlummert eine gewaltige Schatzkammer, einzig gebaut für den Schatz, von dem ich eben sprach. So lautet zumindest die Legende. Und wenn auch immer Rasatan schwierige Zeiten durchlebt, fällt plötzlich allen diese Kammer wieder ein
und eine Handvoll Haudegen geht auf Schatzsuche. Die meisten davon sieht man nie wieder. So wie ihr mich anseht, wollt ihr noch mehr über mich noch mehr darüber hören. Aber wenn mein Mund nur nicht schon wieder so trocken wäre. Ne, Grins. Mehr Schnaps für den jungen Herrn hier, bitte. Und bitte einmal gleich die ganze Flasche. Ha, ihr sprecht meine Sprache. So gefällt mir das. Bitte sehr, ich hoffe, es mundet. Auf euch, meine neue beste Freundin. Hilfe! Jalen leert den Becher in einem Zug. Schnieschner Schnapsi. Hallo Dufte. Ah, sehr gut. Wo waren wir? Richtig, der Schatz. Selbst jene, die angeblich bis auf den Meeresgrund vorgerückt sind, haben niemals ein Wort über das verloren, was sie dort unten gesehen haben. Das hilft genau wie ich. Oh Gott, Kitty. Was dieser Legende natürlich noch mehr Brisanz verliehen hat, ein waschechtes Geheimnis. Aufregend, mysteriös und vor allem gefährlich. Da fällt mir ein, dass mein liebster Trickkumpan dazu auch was gesagt hat. Azama heißt er und wenn ich mich recht erinnere, ist einer seiner Dekanten ausgezogen, die Schatzkammer zu finden und bislang nicht wieder zurückgekehrt. Allerdings hat er... Doch nein, diese Lippen sollen versiegelt bleiben. Ihr seid... Hüstelwürg. Eine herzensgute Frau und ich könnte es nicht ertragen, euch mit meiner Gerede ins Unglück zu schicken. Würg. Kann er dem bitte auch einer einen Eimer bringen? Ich glaube, das endet nicht gut. Sehr umsichtig von euch. Mehr muss ich auch gar nicht wissen, denke ich. Ja, denke ich auch. Also, tja, wie eine fähige Abenteurerin seht ihr hier alle mal aus. Also braucht ihr vermutlich auch gar nicht mehr, um die Ruinen zu finden. Du hast zwar bereits einige Informationen zur Geschichte der Schatzkammer erhalten, Merlin scheint noch etwas mehr darüber zu wissen. Na toll. Wir haben ihn nicht ganz besoffen gekriegt. Ja. Dass der überhaupt noch gerade sitzen konnte. So, da du jetzt ganz vorbei bist, kann ich ja sagen, ich habe ihm gesagt, dass ich halt mehrere Abenteuer schon bestritten habe. Und danach wollte er noch was erzählen, aber er wollte noch mehr Alkohol, aber er war mir zu besoffen, ich habe ihm Wasser gegeben. Oh, okay. Also ich habe auch nicht viel weiter gemacht. Okay. Aber cool. Dann weiß ich zumindest, was ich mit Schnoberto mache. Ich mache mit dem eine richtige Sauforgie. Geil! Bitter umkippt, der Typ. Ey, ganz ehrlich, ich werde einmal wahrscheinlich das machen, was du gemacht hast. Das werde ich aber vielleicht mit meiner anderen Katze machen. Und mit Schnoberto werde ich die wahrscheinlich komplett abfüllen. Auch voll cool. Aber das läuft echt fähig. Auf Exe ist das Ding leer. Ja, ganz ehrlich, wenn ich das getrunken hätte, mir wäre sofort schlecht geworden. Hey, hey, hey. Naja, der kann halt, ne? Warum laufe ich eigentlich ohne Pet rum? Ich weiß nicht, wo ist die dicke Katze? Ja, die wollte ich nämlich gerade suchen. Mein armes Zickerchen hier. Die begleitet mich doch immer auf mein Abenteuer. Direkt bei der Story. Ich weiß, ich könnte noch mit den Iteriten, aber... Wir genießen es. Wir sind ja nicht auf der Flucht. Deswegen habe ich immer die Hoffnung, dass ich noch ein paar Leute treffe. Okay, ich muss bald, weil es bald warm wird,
meinen kleinen Ventilator hinter meinem PC packen, ey. Als kleine Unterstützung. Ich brauche wahrscheinlich ja heute Abend einen Ventilator. Aber nicht für den PC, sondern für mich. Ich habe noch zwei große hier stehen. Ich muss mal gucken, bis wann man bestellen kann bei dem Laden. Ich habe das Ding nämlich Gott sei Dank schon offen. Ach, bis 1 Uhr liefern die. Ja, gut, ne? Bis 1 Uhr. Dann reicht das auch, wenn ich um 20 Uhr bestelle oder so. Ja. Wie gesagt, ich habe mir auch gedacht, ich gebe euch nachher auf jeden Fall 4 Pizzen zur Auswahl. Und aus diesen 4 Pizzen dürft ihr euch eine aussuchen. Was? Mhm. Ja, ich wollte erst euch komplett entscheiden lassen, aber dann wäre vielleicht irgendwas Ekelhaftes wie Peperoni oder sowas dabei gekommen oder was, Sachen, die ich nicht vertrage. Deswegen habe ich mir gedacht, ich suche mir lieber 4 Sachen aus, die ich halt auch mag und weiß, dass ich sie essen kann, wo halt nicht sowas wie Bananen auf der Pizza oder sowas drauf sind. Gibt's ja bei manchen. Gar nicht so scheiße. Ich kann es nicht beurteilen. Das war jetzt auch nur ein Beispiel. Oder Currywurst-Pizza oder sowas. Oh, geil. Okay, das mag ich tatsächlich nicht. Currywurst-Pizza mag ich nicht. Aber wie gesagt, Heuschrecken. Ja, genau. Genau, Drifte. Nee, ich habe mir eine für morgen rausgesucht. Das ist meine Pizza Hawaii. Die bestelle ich immer. Die esse ich aber, wie gesagt, morgen. Und die für den Stream dürft ihr euch halt eine aus den 4 aussuchen. Und Pizzabrötchen habe ich auch noch mit reingepackt. Also, mal gucken. Bei jemandem, den ich verfolge, der hatte letztens die Streaming-Pizza. Da durften seine Zuschauer komplett entscheiden, was auf die Pizza draufkommt. Boah. Wie gesagt, das könnte ich halt nicht, weil ich halt bei vielen halt das einfach nicht esse, wie zum Beispiel Krabben. Krabben mag ich nicht, Peperoni, ich esse überhaupt nicht gern scharf. Mais zum Beispiel mag ich, vertrage ich aber zum Beispiel nicht. Und das ist bei mir immer so ein bisschen tricky. Da sage ich lieber, okay, ich suche mir lieber 4 aus oder halt 5 oder so, ne? Und lasse dann euch halt so entscheiden. Ist dann, glaube ich, angenehmer. Als wenn ich dann irgendwie am Ende eine Krabbenpizza da habe. Das ist so, bäh. Und da, hallo Hybrid. Danke für die 50 gewufften, geholten, gejaulten Bits. Einmal kurz hier rüber. So, sobald Luna Barmund tot ist, werde ich meine Ventilatoren aufstellen. Hi, Bridge, wie geht's dir? Alles gut bei dir? Jawohl, ich bin Asama. Aber wer seid ihr? Und was wollt ihr von mir? Ja, also, Schnaps? Ja, unglücklicherweise ist das wahr. Ein Freund von mir ist neulich aufgebrochen, um Al-Zadals Vermächtnis zu suchen und seither nicht wieder heimgekehrt. Ich wollte ihn aufhalten, wisst ihr, aber er ist ein sturer Kerl. Er war absolut überzeugt davon, dass er genau wüsste, wo diese Schatzkammer zu finden ist und dass er dort auf das ganz, ganz große Gold stoßen würde. Seit Ewigkeiten erzählt man sich schon, dass in der Schatzkammer ein gigantisches Vermögen liegt, das Al-Zadal der Dritte angeblich aus einer anderen Welt hergebracht haben soll. Mein Bester hat ein bisschen zu sehr daran geglaubt, fürchte ich. Oh, okay, ihr habt die Herausforderung geknackt. Und wer hat sich nochmal beschwert, ich solle die Zeit verlängern? Also wirklich. Mir geht's besser nach der Info, die ich heute bekommen habe. Ja, voll toll. Das freut mich richtig. Komm, wir machen das Ding voll. Eieieiei. So. Sehr bloß, ihr seid auch hinter diesem Hirngespinst her. Hört mal, egal wie schwer das Schicksal euch auch gebeutelt haben mag, es gibt immer... Nein, das hat mein Freund auch nicht aufgehalten. Auf nichts wollte er hören. Aber ihr werdet ohnehin nicht aufgeben, oder? Schön. Von einem anderen Händler namens Zasal hat er das, wenn ihr genau wissen wollt. Er treibt sich wohl auf dem Balshan-Bazar herum und preist dort eine Karte an, die angeblich den Weg zur Kammer weist. Eskalation, oh je. Boinkt ihr mal. Absolut echt, hieß es, weswegen er einen horrenden Preis dafür verlangt.
Den konnte mein Freund natürlich nicht zahlen. Also hat er diesen Kerl, die bisschen Geld, die er noch hatte, in die Hand gedruckt, um ihm wenigstens den vermeintlichen Ort dieser Schatzkammer abzuringen. Von dem hat er mir dann auch ganz aufgeregt erzählt. Irgendeine winzige Insel mitten im Myriadenmeer beherbergt Ruinen, in denen der Eingang zu El Sadals Vermächtnis verborgen sein soll. Wenn ihr meinem Freund also wirklich so dringend ins Unglück nachhelfen wollt, müsst ihr euch nach einem gewissen Zasal umhören. Aber überlegt es euch bitte gut. Thank you.